Es ist ein seltsames Evangelium, das wir gehört haben für die Fastenzeit. Es geht da nicht darum, sich etwas vom Mund zu nehmen und es den Armen zu geben. Es geht jetzt nicht darum, sich zu demütigen, sich auf etwas vorzubereiten. Jesus macht etwas ganz anderes, entscheidend anderes, was für jeden von uns von größter Bedeutung ist. Und deswegen lohnt es sich auch, auf die Lesung aus dem Buch Genesis hinzuschauen. Weil das ist die Geschichte, wie Abraham den Bund mit Gott schließt. Und sicher kann man dabei hängen bleiben, weil das ist eine auch ein bisschen seltsame Sache, wie dieser Bund geschlossen wird. Also da werden Tiere geopfert, zerteilt, Abraham schläft und dann geht ein Feuer zwischen diesen Hälften der Tiere hindurch. Aber was für mich entscheidend ist, ist nicht diese Sache mit dem Bund, die auch für das Volk Israel grundlegend ist, auch für uns, sondern wo Gott Abraham trifft und was sagt er zu ihm ganz am Anfang. Die ersten Worte, die Abraham hört: Sieh zum Himmel hinauf, zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und ich glaube, das ist für jeden von uns, also für mich auf jeden Fall, ein wichtiger Hinweis darauf, was Gott mit mir und mit dir machen möchte. Weil, seien wir uns ehrlich, der Alltag ist manchmal mühsam. Also ich bekomme das ziemlich zu spüren die letzten Wochen, da ich schnell müde werde, kann ich nicht mehr so viel arbeiten wie vorher, aber die Arbeit wird nicht weniger und es stapelt sich immer mehr auf meinem Schreibtisch oder auch manchmal in meinem Kopf, weil nicht alles landet auf dem Schreibtisch. Aber man wird manchmal erdrückt von dem, was man sich selber auflegt, wozu man verpflichtet ist, wozu man sich verpflichtet hat, was andere einem auferlegen. Und Gott ist einer, der möchte nicht, dass wir unter der Last des Alltags erdrückt bleiben. Er möchte deinen und meinen Blick auf etwas anderes richten. Beim Abraham ist es der Himmel, die Sterne. Ich muss gestehen, ich war ganz wenige Male so tief in der Nacht draußen, wo es keine Zivilisation gibt, wo es nur ganz wenig Leute gibt. Vor ein paar Jahren hatte ich die Gnade, auf Island zu sein, und da gibt es wenig Leute. Und das ist schon beeindruckend, ein einziger Hof irgendwo in der Einöde. Und wenn du dann in der Nacht hinausgehst, noch zum Auto etwas zu holen, stockdunkel. Wirklich stockdunkel. Und wenn du nach oben schaust, die Sterne, die sind so hell. Und so etwas muss Abraham erfahren haben an diesem einen Tag, wo Gott zu ihm gekommen ist. Er hat ihm nicht gesagt, du bist beladen, mühselig, komm mit mir, ich helfe dir. Wir schließen jetzt einen Pakt und es wird alles gut. Nein, er sagt zu Abraham, richte deinen Blick nach oben, auf den Himmel. Richte deinen Blick auf den Sand, zähle das Ganze. Und so viel werde ich dir schenken. So viel mehr, als du dir wünschen kannst. So viel mehr, als du mir zutraust. Weil Gott ist einer, der kein Erbsenzehrer ist. Er möchte uns reich beschenken. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich reich. Und an Abraham sieht man es ganz deutlich. In einem hohen Alter wird ihm noch Nachkommen geschenkt. Und aus diesen zwei Söhnen, die ihm geschenkt wurden, erwachsen große Völker. Aber das ist nur möglich, weil Abraham an diesem einen Abend seinen Blick nach oben gerichtet hat und die Sterne gesehen hat. Und nicht viel anderes ist es im Evangelium, wenn man das sieht, was Jesus macht. Das ist die Ankündigung eigentlich ganz am Anfang seines Sterbens, weil er sagt, bevor er nach Jerusalem geht, muss das alles geschehen hier. Also bevor er stirbt. Und er
nimmt die Jünger, die drei, die mit ihm gehen, in eine ganz seltsame Schule, wo sie selber nicht wirklich verstehen, was ihnen geschieht. Sie gehen auf einen hohen Berg und bekommen da etwas zu sehen, was ihr Leben verändern wird. Sie bekommen die ganze Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und die ist so herrlich, so ungewöhnlich, so anders, als sie das kennen, dass Petrus da ganz benommen ist und will irgendwelche Hütten auf diesem Berg bauen, für Gott weiß für wen. Weil er sieht da Elia und Moses und ja, sind ja Geister, die er sieht. Und Geister brauchen keine Häuser, keine Hütten. Er versucht es trotzdem. Aber das hat das Leben dieser Apostel geprägt, entscheidend. Petrus, Johannes und Jakobus, die drei großen Apostel, die dann auch andere entzünden können. Die anderen Jünger, die mit Jesus zusammen waren, aber auch die Menschen, die ihnen dann zuhörten. Nach der Auferstehung Jesu passieren große Wunder. Nicht nur Tote werden erweckt, nicht nur Kranke werden geheilt, sondern vor allem Menschen kommen zum Glauben an Gott. Warum? Weil diese drei seine Herrlichkeit gesehen haben mit den eigenen Augen. Und für mich ist es entscheidend, seit ein paar Jahren in der Nachfolge, immer meinen Blick eben auf das zu richten. Auf die Schönheit Gottes, auf die Schönheit Gottes in dieser Welt, auf seine Herrlichkeit, auf seine Großzügigkeit, wie reich er mich in meinem Leben beschenkt hat. Das kann ich mir überhaupt jetzt nicht vorstellen, obwohl ich es aufzählen könnte. Aber wenn ich einmal zur Vollendung komme, werde ich noch viel mehr sehen. Davon bin ich überzeugt. Weil Gott uns viel mehr schenkt, als wir das wahrnehmen können. Ich glaube, in der Fastenzeit geht es nicht so sehr darum, sich ein bisschen abzumühen, sich zu plagen, das Leben vielleicht neu auszurichten, dass man nicht mehr die schlimmen Dinge tut, die man normalerweise tut, dass man netter ist oder sonst was, sondern vielmehr den Blick auf den Lebendigen zu richten, auf den Gott, der dein Leben verändern kann. Das ist manchmal ziemlich mühsam, weil wenn man so etwas zu sehen bekommt, wie Abraham, wie Petrus, wie Johannes, wie Jakobus, ist man manchmal wie von Sinnen. So berichtet das Evangelium. Und man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Wenn du in deinem Leben einem Menschen begegnest, der dich wirklich lieben kann, und du seinen Blick einfängst, das ist auch ein Geschenk von Gott. Das verändert das ganze Leben. Und genauso ist es mit Gott. Wenn du seinen Blick einfangen kannst, diesen liebenden Blick, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass du dies oder jenes nicht schaffst, dass du in der Früh vielleicht den Haushalt nicht mehr schmeißen kannst, weil gestern so viel zu tun war und du müde bist, dass du nicht mehr so fasten kannst wie früher oder wie du dir vorgenommen hast. Das ist nicht entscheidend, auch wenn es wichtig ist manchmal. Entscheidend ist es, Gott so zu erleben, wie es Abraham gemacht hat. Also seine leise Stimme zu hören, die dir sagt, da richte deinen Blick auf das Richtige. Ich war jetzt in Augsburg vor einigen Wochen. Und da gab es auch den Piet Gregg, der war auch in Wien hier. Einige kennen die Geschichte, ich erzähle sie trotzdem. Er war irgendwann unterwegs und plötzlich vernahm er eine Stimme. Und die Stimme Gottes, die ihm gesagt hat, Piet, siehe diesen Baum. Und der war ganz außer sich. Ne? Also der hat sich ganz komisch verhalten und die Leute, die da auf der Straße unterwegs waren, haben ihn nur blöd angeschaut, weil er vor diesem Baum stand und ihn angestarrt hat. Und hat sich gesagt, Gott, was willst du mir zeigen? Etwas Großartiges. Das wird jetzt, er hat gesagt, das wird jetzt mein,
brennendes Dornbusch-Erlebnis. Wie Mose wird es mir ergehen. Und er stand da und versuchte wirklich so, das zu erblicken, was Gott ihm zeigen möchte. Nach einiger Zeit hörte er seine Stimme, die ihm gesagt hat, na Piet, ich wollte dir nur diesen schönen Baum zeigen. Siehe, wie schön er ist. Und dann hat er gesagt, ja, du hast recht, der ist wirklich schön. Und er konnte die Schönheit dieses einen Baumes genießen. Das ist ziemlich trivial, aber es zeigt, was Gott uns zeigen möchte in unserem Leben. Dass wir unseren Blick immer auf seine Güte lenken sollen. Weil das Schlechte gibt es genug in dieser Welt. Und das wird dich sowieso einholen, früher oder später. Spätestens, wenn du den Fernseher einschaltest. Aber es geht darum, ihn vor Augen zu haben, sich von seiner Liebe anstecken zu lassen, sich von ihm lieben zu lassen, ist nicht immer so einfach. Aber wenn man das tut, wird man wie Abraham, wie Petrus, dessen Glaube so klein war und trotzdem so Großes bewirken konnte, wie Johannes, wie Jakobus, wie die anderen Apostel, wie so viele heutzutage, die Gott gesehen haben, vielleicht in den ganz kleinen Dingen im Alltag und die es glauben können. Ja, Gott, du bist gut, du liebst mich. Ich glaube, das wäre die wichtigste Aufgabe, also für mich ist es die wichtigste Aufgabe in der Fastenzeit, diesen seinen Blick einzufangen, das zuzulassen, mit vollem Bewusstsein, dass ich noch der Umkehr bedarf, dass ich auch fasten sollte und alles, was dazu gehört. Aber vor allem seinen Blick zu suchen und vielleicht manchmal mir von ihm den Kopf verdrehen zu lassen. Ich stelle mir das so vor beim Abraham, der hat ihn so seinen Kopf genommen und schau mal nach oben, wie beim kleinen Kind. Und siehe dir diese Sterne an, die so schön sind. Das ist meine Einladung an euch alle. Versucht so zu sein wie Abraham. Wie Petrus, wie Johannes, wie Jakobus, wie all die Apostel und die großen Männer und Frauen in der Geschichte des Volkes Gottes, die ihren Blick auf ihn gerichtet haben, das ihr Leben verändert hat und sie dann auch das Leben vieler anderen verändert haben.